Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Rippi und wir sind jetzt hier gerade so beim Starten, um zum Opel-Treffen zu fahren. Und also wir heißt eigentlich ich. Ich fahre alleine, wie jedes Jahr. Und wir haben jetzt Montag, den 2.9. Und es ist so, muss ich mal auf die Uhr gucken, so ungefähr 16 Uhr, ja, halb fünf. Abends wohlgemerkt. Wie man sieht, ist es Bombenwetter. Ja, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es ist richtig, richtig geiles Wetter. Okay, es war gelogen. Aber man sieht es, glaube ich, auch im Hintergrund, dass das irgendwie gar nicht so geil ist, das Wetter. Ich drehe mal die Kamera. Vielleicht kann man ja mal hier was rausgucken. Und dann sieht man schon so irgendwie alles bäh und so. Und es ist geschlagen, deswegen ist es unscharf. Ja. Jetzt ist das Bild dunkler. Okay, ja, auf jeden Fall, ja, es ist ein bisschen unorganisiert dieses Jahr und ein bisschen chaotisch. Die totale Katastrophe eigentlich, weil ich habe jetzt irgendwie die ganze Woche gearbeitet, brauchte das Auto die ganze Zeit auch und konnte es deswegen auch gar nicht packen. Erst am Sonntag habe ich ja so gestern dann das erste Mal frei gehabt und ja, da hatte ich keine Lust, irgendwas zu machen. Also habe ich heute angefangen zu packen, deswegen ist es auch so spät geworden. Dann dachte ich, naja gut, es regnet die ganze Zeit, vielleicht fährst du auch doch lieber erst am Dienstag. Und dann habe ich mich nochmal schlafen gelegt, weil ich so müde war. Ich bin ja irgendwann erst heute Nacht um drei zu Bett gegangen. Und dann habe ich mich nochmal schlafen gelegt und dann bin ich dann, weiß nicht, um zwei oder so oder um eins aufgewacht. Und dachte, naja gut, okay, jetzt fährst du trotzdem los. Ja, gedacht, getan, Wagen gepackt, Kühlwasser habe ich nochmal aufgefüllt, der verliert nämlich Kühlwasser, der Wagen. Das ist auch so seine letzte Reise, schätze ich mal, wenn ich denn überhaupt noch mit dem Ding hier ankomme. Ja, dann sollte ich eigentlich noch den Anhänger von meinem Bruder mitnehmen. Da ist dann unser Pavillon, also unser Zelt drinne, unser Generator und alles mögliche, was ich dann sonst noch so für ein Opel-Treffen brauche oder was wir brauchen insgesamt. Und ja, das klappt nicht, weil er den Anhänger noch braucht, beziehungsweise die Party-Garnitur, also diese Party-Sitzbänke, hätte ich fast gesagt, diese Holzdinger, kennt ja jeder so von Zeltwesten oder was weiß ich. Ja, das also kriege ich den Anhänger dieses Mal nicht mit, das heißt, ich kann mich auch nicht so wirklich einrichten. Ne? Sonst habe ich ja mal einen Campingkocher gehabt, mir morgens Kaffee gemacht und ja, das fällt alles ein bisschen weg. Weil, wo soll ich den Campingkocher hinstellen? Bei dem Wetter kann ich schlecht bei offener Kofferraumklappe mir das Ding hinten in den Kofferraum stellen. Wie ich gerade feststelle oder wie mir gerade jetzt so spontan einfällt, habe ich auch meinen Campingtisch zu Hause liegen lassen. Gut, es wären nur 5 Minuten oder 10 Minuten wieder zurückzufahren, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust mehr zu. Ich werde auch ohne klarkommen. Ich habe schließlich eh nichts, was ich darauf stellen könnte. Ich habe mir hier Brot gekauft und ich habe noch gerade Döner gekauft. Ich habe nämlich tierischen Kohldampf und noch nichts gegessen. Und mein Kühlschrank, da ich die ganze Zeit arbeite, war so leer. Also musste ich ja was zu essen haben. Ja, das war soweit das Wichtigste. Wie gesagt, das Wetter ist super. Erkältet habe ich mich auch noch. Also letzte Woche, ich weiß nicht, ich glaube am Mittwoch oder so, und dann hatte ich am Donnerstag Fieber und am Freitag ging das dann schon wieder, Samstag war es dann wieder okay und jetzt habe ich halt noch so ein bisschen dichte Nase zwischendurch mal, ein bisschen Husten, aber so generell ist es jetzt eigentlich denn das gewesen. Bettlektüre habe ich auch mit. Ja, es hat 325 Seiten. Na gut, das ist die vorletzte Seite. Das sieht man, glaube ich, gar nicht, oder? Sieht man das? Ich weiß nicht, ich werde es sehen, wenn ich sehe. Ja. Und dann werde ich es euch nicht sagen brauchen, dann seht ihr es ja auch. Ja, soweit erstmal dazu. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich starten. Ich muss noch das Schild von Kadett Info einpacken. Das liegt noch bei meinem Kollegen, das ist von hier aus 2 oder 3 Kilometer entfernt. Und mein Stuhl muss ich auch noch mit haben. Das ist so ja, mein Partystuhl. Der muss hier auch noch rein. Wenn ich das mal eben so gerade zeigen kann. So kurz vorher. Ich weiß nicht, was man jetzt auf dem Bild sieht, aber das ist so mein Schlafgemach da hinten. Ich schlafe nämlich im Auto. Wohnwagen gibt's nicht. Wohnwagen ist Luxus. Ja. Ja,
Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass ich mit dem Wagen noch da am Ziel ankomme und nicht unterwegs irgendwie verrecke. Aber bis jetzt hat er mich ja 2 Jahre sicher und zuverlässig überall hingebracht. Von daher denke ich, wird das den letzten Monat, den er jetzt noch TÜV hat, dann auch noch schaffen. Bis dann. Yay, der erste Stau. Rendsburger Hochbrücke. Eine einspurig befahrbare Brücke, die irgendwie Baumängel hat. Und ja, wie man sieht, geht es hier nur schlecht vorwärts. Mal hier so in die Ecke gucken. Aber hey, gibt Schlimmeres. Naja, ich werde mich wieder melden, bis dann. So, jetzt sind wir in Bad Segeberg. Das ist so ein bisschen die Schlüsselstelle dieser ganzen Tour. Es ist knapp die Hälfte der Strecke und ab jetzt geht es eigentlich auch, denn nachdem wir durch die Ortschaft durch sind, nur noch über die A20 weiter. Von da sind es dann nachher nur noch 15 Kilometer vom letzten Abzweig, nämlich Grevesmühlen. Wie gesagt, 15 Kilometer ungefähr von da aus sind nur noch Landstraße. Der Rest ist jetzt Autobahn. Übrigens ist es ratsam, hier sich an die Geschwindigkeit zu halten. Ich denke, das mache ich gerade ganz gut. Ich fahre sagenhafte 20 km/h. Klappt doch. Okay. Ja, da sind wir dann auch so langsam. Abfahrt Grevesmühlen, wie ich ja schon sagte. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr 15 Kilometern sind wir dann noch da und wird vielleicht 20 Minuten noch dauern. Man kann auf der Strecke halt nicht so schnell fahren, deswegen dauert es halt auch ein bisschen länger. Ist ein bisschen sehr kurvenreich, die Strecke. Aber auf jeden Fall sehr schön und ja, das ist auf jeden Fall lohnenswert, da mal lang zu fahren. Ich nähere mich jetzt zu Hause. Jetzt sind wir in Grevesmühlen. Von hier aus gibt es mehrere Wege ans Ziel. Wie man hier oben im Schild gerade gesehen hat, kann man hier vorne rechts abfahren. Ausgeschildert ist Boltenhagen zum Beispiel jetzt erst ab der nächsten Kreuzung. Empfohlen ist aber allerdings hier lang zu fahren. Finde ich persönlich schöner, ist kürzer. Und wenn das Wetter stimmen würde, dann wäre auch die Landschaft ein wenig angenehmer als jetzt über Klötz zu fahren.